Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Surviving Mars. In der heutigen Folge könnten wir mal, was mir gerade einfällt, wir haben noch hier so Drohnen-Hubs, die überlastet sind. Der hier, glaube ich, ist oft überlastet. 1, 2, 3, 4. Da können wir doch einfach mal ein paar Drohnen bestellen. Der hier baut die dann schon. Denn wir haben alle Schichten ausgelastet, also das müsste auf jeden Fall gut funktionieren. Ja, da ist gerade, glaube ich, eine Drohne fertig geworden und die supportet. Okay, perfekt. Also, wir hatten hier diverse Problemchen mit zu wenig Leuten, mit die Kuppel hier wird nicht fertig, mit zu wenig Wasser sehe ich gerade. Das ist grundsätzlich erstmal nicht so gut. Das ist grundsätzlich erstmal nicht so gut. Jetzt schauen wir mal. Also Stromprobleme sollten wir eigentlich nicht mehr haben. Oh, das braucht hohe Prio und ich fordere auch direkt mal eine Wartung an. Es ist mir momentan ein bisschen zu riskant, das Ding nicht zu warten. Ja, genau. Und der bringt jetzt das Zeug da dran und dann repariert ihr das richtig. Ja. Ah, da. Jawohl. Okay. Sehr gut. Wir können es uns nicht leisten, das Fusionskraftwerk zu verlieren. Wir haben minus 2 Wasser. Das ist schlecht. Wir haben zwar genügend Lagertanks, die uns hier aushelfen bei der Problematik. Aber ja. Das ist halt nur vorübergehend. So, was wir machen... Wieso kann ich immer noch keinen Feuchtigkeitsvaporator machen? Das ist echt... nicht so geil. Wo ist denn der? Dafür gibt es so eine Forschung. Ich hätte gedacht, dass wir die schon längst haben. Mikroherstellung, Logie. Was haben wir denn hier? Wir haben hier Atomakkus. Nee. Metallextraktion aus der Tiefe. Wasserextraktion aus der Tiefe. Das ist zwar eine schöne Idee, aber... ich hätte gerne Vaporatoren. Und ich hätte gemeint, wir hätten die schon mal erforscht. Oder sind die erst viel, kommen die erst viel später? Oder sehe ich die gerade nur nicht? Die müssten ja... Ja, Robotik, Physik. Ich würde mal sagen, Physik oder so sein. Aber hier ist nichts. Okay. Gut, dann müssen wir damit leben, dass wir die bestellen müssen. Können wir uns die leisten? Wir haben noch 12 Milliarden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, ich bestelle ein paar davon. Ja. Was kostet... sind die teuer. Wenn ich jetzt 6 Stück bestelle, dann kostet das 1,2 Milliarden, Alter. Okay, wir bestellen aber mal 6. In der Hoffnung, dass das kein Fehler ist. Drohnen brauchen wir nicht. Orbitalsonden sind vielleicht noch ganz spannend. Da können wir noch 10 bestellen. Und dann können wir noch davon und davon was bestellen. Und dann davon noch was. Boah, ist das teuer. Okay, wir haben nur noch 8 Milliarden übrig. Es reicht noch. Also wir haben noch genug Geld übrig. Wir könnten aber langsam mal anfangen, Geld zu verdienen. Und zwar hier zum Beispiel... hier ist jetzt auch wieder so ein Qualitätsding, aber hier könnte ich mir vorstellen, dass es dann
wertvoller ist die Ressource. Was haben wir hier? Hier ist niedrig. Was haben wir hier? Hier ist durchschnittlich. Hier ist durchschnittlich. Aber hier wäre schon alles soweit ausgebaut. Ja gut, es fehlt aber auch noch. Hier auch. Und hier war... Was? Oh, hat ein... Oh. Ein Kolonist hat einen Nervenzusammenbruch erlitten. Okay. Aber er ist nicht tot, oder? Problem gestresst. Okay, also er ist gestresst. Oh. Arbeitet während der Nachtstunden, hat außerhalb der Kuppel gearbeitet. Ja, der hat halt Nachtschicht, ne? Der hat halt immer Nachtschicht, das ist scheiße. Ja, aber irgendeiner muss ja Nachtschicht machen. Die können ja, die können doch Schicht tauschen. Verstellen die sich zwar. Oh Mann. Pipe leak reported. Drohnenhub. So, bauen wir mal den hier hin. Damit die Drohnen den hier bauen können. Und dann können wir hier eine Kuppel bauen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und dann kommen wir von hier hoch zu der Kuppel. Wir können ja schon mal die Kuppel da hinsetzen. Standardkuppel reicht hier oben. Ich setze die mal dahin. Ein bisschen näher. Dann ist das auf jeden Fall noch da drin. Aha. Dann haben wir das hier. Das heißt, hier muss dann ein Edelmetallextraktor hin. Ist es irgendein Unterschied hier so? Nee. Aber ich sehe gerade, unser Schiff ist da. Jetzt landen wir hier. Edelmetallextraktor, das ist gut. Das ist sehr gut. Brauchen wir Lager. Und zwar einmal hier ein Universallager. Und hier ein Edelmetalldepot. Und das wird dann hierher transportiert. Research complete. Wir können hier noch ein Edelmetalldepot hinmachen, weil das quasi hier für den Export ist. Warum leckt das gerade so? Speicher mal lieber. Bevor irgendwie hier gleich ein Unglück passiert. Ich schau mal kurz, warum das hier so leckt. Moment. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal V-Sync ausgeschaltet und jetzt scheint's wieder richtig zu gehen. Ich habe da oben mal die FPS kurz Cable einblenden lassen, damit ich das im Auge behalten kann. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn das da oben so mitläuft. Aber es laggt jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist besser, wenn es nicht laggt, als... keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das da oben... warum das so geleckt hat. Also es scheint irgendwie an V-Sync gelegen zu haben. Vielleicht hat es auch in der Aufnahme gar nicht geleckt und... Es war irgendwie so ein Monitor-Ding? Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es hat in der Aufnahme auch geleckt. Na, egal. Lassen wir uns nicht weiter davon beirren, sondern machen wir weiter mit unserer wunderschönen Siedlung. So. Also, das Ding hier funktioniert ja nach wie vor hervorragend. Ja... Bauen wir die Kuppel nochmal weg. Kuppel. Resources are low. So, bauen wir diesen.
Ja, so, dass es halt knapp hier an der Grenze ist. Damit wir ein bisschen weiter hier unten sind. Und die Kuppel hier, die machen wir auch mal weg. Jetzt leckt das hier schon wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal kurz damit leben. Es tut mir leid, aber ich weiß es jetzt auch nicht mehr, woran es liegt. Weil ihr seht, wir haben hier 390 FPS. Und jetzt ist es auch wieder flüssig. Ich verstehe das nicht. Sektor scanned. Ich verstehe das wirklich nicht. Das hier könnte man abbauen. Aber ich würde hier eigentlich ganz gerne mittlere Kuppel hinmachen. Dafür müssen wir jetzt aber warten, bis die Low-G-Technik erforscht ist. Hat uns denn das Erforschen vom Hawking-Institut was gebracht? Was haben wir hier? Okay. Okay. Kontinuierliche Auslastung. Ja, wir können es ja mal machen. Wenn jemand unbedingt durcharbeiten möchte, warum soll er es nicht auch dürfen? Und vielleicht erforschen wir auch noch die Laserkanone, weil so einen Meteoriteneinschlag können wir ehrlich gesagt nicht wirklich brauchen. Wo ist denn jetzt hier das Problem bei dieser Anomalie-Erforschung? Ja, wo ist denn unser Forschungsroboter? Einer ist da. Ist das denn ernst? Das ist dein Problem. Pipe leak reported. Auto Explorer on. Ja, der fährt jetzt hier rein, dann fährt jetzt hier raus, hoffentlich. Jawohl. Du könntest eigentlich mal die Ressourcen hier aufsammeln. Genau, und er erforscht das hier optimal. So, wir haben ja übrigens auch 10 Sonden mit tiefen Scannen. Ich würde sagen, die setzen wir hier. Da. Ja, da. Überall da ein, wo unter Umständen tiefe Ressourcen sein könnten und wo wir auch hinkommen. Wir können auch die Sachen hier nochmal scannen, weil auch hier könnten. Pipe leak reported. Anomaly analyzed. Ja, das kann ich nicht nochmal scannen. Ach nee, wir haben keine Sonden mehr. Oh, das ging schnell. Oh. Okay. Okay. Hier möchte ich nämlich jetzt eine große Kuppel hinmachen. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, denke ich. Wo ist denn hier noch das Problem? Wir haben doch genug Beton und so weiter. Wir haben halt zu wenig Shuttles, ne? Globale Last. Ja, warum baut der keine Shuttle? Ich habe das bis jetzt immer noch nicht gecheckt. Ich würde sagen, wir bauen mal einen zweiten Shuttle-Hub. Shuttle-Hub. Cable fault reported. Pipe leak reported. Ja, ist okay. Wo ist er denn, der Shuttle-Hub? Da, Shuttle-Hub. Wir bauen mal einen zweiten und zwar am besten direkt hier in die Nähe. Anomaly analyzed. Damit die hier so ein bisschen aufeinander zugreifen können. Das ist zumindest die Idee dahinter. Ob das funktioniert? Keine Ahnung. Aber zumindest haben wir dann neue Shuttle. Weil wir haben jetzt aktuell halt nur 3 Shuttles. Weil die 3 hier nicht gebaut werden. Ah, okay. Der hier ist erschöpft. Der hier arbeitet noch. Okay. So. Und löschen. Was ist hier? Ist hier irgendwas rumgekommen? Ein Maschinenteil. Na gut. Besser als nichts. Anomaly analyzed. 1000 Forschungspunkte erhalten. Das ist sehr schön. Wir haben sehr, sehr schnell innerhalb von vermutlich 12 Stunden, 11 Stunden die Logitechnik. A colonist has died. Oh.
Woran? Selbst... Was? Ernsthaft, zwei Kolonisten haben gleichzeitig Selbstmord... Warum? Pipe leak reported. Also sobald wir die große Kuppel haben, werden wir da so ein bisschen Unterhaltungsgebäude und sowas reinmachen. Damit es dir ein bisschen besser geht, weil das ist kein Zustand hier. Das ist echt, das ist nicht gut. Ja, wir können die Rakete schon mal wieder zurückschicken. Die brauchen wir nicht. Warum wird das Ding hier nicht beliefert? Anomaly analyzed. Ja, wahrscheinlich, weil die Drohnen hier so hart ausgelastet sind, die Shuttles. Es fehlen noch drei Polymer. Ah, nee, wir haben keine Polymere. Haben wir denn eine Polymerfabrik? Wir haben doch eine Polymerfabrik. Ich wollte gerade. Oh, wir haben keine Ingenieure. Okay. Kuppeln. Mittlere Kuppeln. Wow, shit. Okay. Ich hatte die irgendwie kleine in Erinnerung, aber gut. Ja, da so ist, glaube ich, ganz gut. Ja, okay. Das wird dann so ein Zentralgebäude und hier kommen dann so Discos und so weiter rein. In der Hoffnung, dass die dann ein bisschen glücklicher werden und keinen Selbstmord mehr begehen. Das ist nämlich sehr schlimm. Was machen wir nur? Wir haben zu wenig Polymere. Wir müssen, glaube ich, nochmal Nachschub bestellen. Aber Polymere sind verhältnismäßig billig. Wenn ich jetzt so 70 bestelle, ist knapp eine Milliarde. 20 davon und 20 davon wäre auf jeden Fall eine gute Sache. 30, 40 davon... 30 davon und vielleicht noch, brauche ich noch irgendwas? Eine Elektronikfabrik vielleicht noch, damit wir später Elektronik selber herstellen können. Okay, jetzt ist aber, das muss jetzt aber auch reichen. So viel Geld haben wir dann doch nicht. Um es einfach rauszuwerfen. Und wir haben momentan wieder plus 3 Wasser, das ist schön. Trotzdem würde ich gerne ein paar von unseren Vaporatoren, die wir bestellt haben, einbauen. Und zwar einmal da. Einmal da. Einmal da. Man muss natürlich immer aufpassen, dass die sich nicht überschneiden. Aber ansonsten geht das schon. Da noch einer. Ja, das sollte erstmal reichen. So, jetzt haben wir eine Menge Wasserüberschuss. Das ist hervorragend. Das heißt, die hier können ganz genüsslich wieder arbeiten. Treibstoff habe ich noch genug, okay. Ich könnte... Wie viele wohnen hier? Freie Wohnplätze 11 und hier 4. Ich könnte also noch eine Rakete voll Menschen bestellen. Spezialisierung, jetzt passt mal auf hier. Wir brauchen auf jeden Fall Ingenieure. Und also hauptsächlich Ingenieure. Aber es sind jetzt nur 3 Leute, ne? Wenn ich das richtig sehe. Oder sind es 10? Oder insgesamt 10, aber nur 3, die dem entsprechen, oder?
Weil es sind nur drei Leute, definitiv. Was ist denn mit den anderen Ingenieuren? Wo liegt denn da das Problem? Ach, die sind wahrscheinlich faul oder irgendwie sowas. Oder Alkoholiker. Ingenieure. Mediziner, glaube ich, brauchen wir nicht. Geologen brauchen wir noch. Wow. Okay, das sind viele. Raketenkapazität 22 sehe ich gerade. Aber wir haben nur Platz für 13 Kolonisten. Deshalb holen wir uns mal 13. Hoffentlich war es kein Fehler. Wir können noch eine Landeplattform bauen. Hier so. Ich weiß nicht. Eigentlich ist es gut hier so, ne? Die braucht auch nur 10 Beton. Da sind Polymere drin. Hä, hier fehlt es gar nicht an Polymeren. Sondern hier fehlt es an Metall. Und, hä? Okay, ich kann ja mal manuell ein bisschen was rüberbringen. Aber verstehen muss ich das, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel fehlt Metall? 10. Und dafür 40. Also eigentlich brauchen wir 50 Metall. Also machen wir den Anhänger einfach mal voll und dann ist gut. Oder so. Fahren wir darüber. Hier fehlen Polymere, stimmt. Hier fehlen 3 Stück. Cable fault reported. Okay. Shuttle 3 von 6. Die funktionieren alle. Okay, wie wir minus 1 Strom. Also gut, ihr habt geschrieben, klar, die Batterien bringen weniger als die Solarzellen am Tag, wobei die sollen ja auch nur als Backup da sein. Also die sollen ja wirklich nur so als Worst-Case-Backup da sein. Tagsüber sollte eigentlich der hier genug produzieren. Ich meine, gut, minus 1 können wir mit den Batterien locker ausgleichen, aber wir haben zu wenige Leute, die scheinbar in dieser Schicht hier arbeiten, 14 bis 22 Uhr. Das ist wahrscheinlich das Problem. Genau, jetzt haben wir nämlich eine Schicht, wo 2 Leute arbeiten. Jetzt haben wir wieder einen massiven Überschuss. Oh, die Raketen sind da. Beide. Okay, du kannst hier landen und... Was ist denn hier los? Okay, die können noch 118 Stunden da überleben. Könnt ihr das mal kurz fertig machen oder so? Das wäre schon gut. Ich würde es nämlich direkt da drauf landen, weil wenn wir das hier nicht haben, dann wirbelt es für Staub auf und macht die Kuppeln schneller hier kaputt und die Kabel und alles, was hier ist. Und das möchte ich eigentlich nicht. Cable fault reported, pipe leak reported. So, es müsste gleich fertig sein. Okay, das mit der Prio, glaube ich, hat geholfen. Die können noch 111 Stunden leben, okay, das ist absolut kein Problem. Anomaly analyzed. Anomalien. Okay, die Landeplattform ist fertig. Das heißt, wir landen die Menschen jetzt da. A colonist has died. Ach, wir haben ja auch noch tonnenweise Platz, sehe ich gerade. Das ist ja auch alles fertig gebaut. Hat auch selbst mal bekommen. Warum nur? Warum? New colonists have arrived. Ja, unter den Gesichtspunkten hätten wir auf jeden Fall auch mehr Leute holen können, aber... Pipe leak reported. Mal schauen, wo die sich Jobs suchen. Aber Ingenieure haben wir geholt. Ich hoffe mal, hier arbeiten dann auch ein paar. Das Ding ist doch am Strom.
Aus irgendeinem Grund scheint die Stromversorgung da hinten nicht zu gelten. Okay, gut. Dann halt nicht. Und hier haben wir dann wieder drei neue Shuttles. Und direkt. Direkt ist die globale Last immer noch hoch. The day claimed our last living founder, spelling the end of an era for us all. Okay, also der, also vom Todesursache hohes Alter, wenigstens mal ein natürlicher Tod, sage ich. Das ist gut. Ruhe in Frieden, mein Freund. Ja. Der letzte von den ursprünglichen Siedlern ist heute gestorben. Puh. Wo arbeiten die denn jetzt alle? Ich habe gerade 13 neue Leute geholt und ich finde nicht, wo die arbeiten. Nirgendwo offenbar. Ich verstehe es nicht. Das sind noch 13 Metall. In welchem Verantwortungsbereich liegt das denn da? Dann fahr du mal dahin. Da fehlen noch Maschinen. Ich verstehe nicht, warum das Ding hier offenbar nicht von den Shuttles beliefert wird. Das verstehe ich nicht. Verfügbare Drohnenfertigbauten. Ah, brauche ich schon, denn hier arbeitet auch. Was ist denn? Wo, sag mal. Wissenschaftler. Naja, gut. Falsche Arbeitsspezialisierung, minus 40. Warum arbeitet Wissenschaftler auch bei der Polizei? Cable fault reported. Ich verstehe das nicht. Also ich könnte natürlich den jetzt überall sagen, so, hey, pass auf. Hier dürfen nur die Leute arbeiten, die auch die entsprechende Qualifikation haben. Weil hier zum Beispiel sind auch nur Ingenieure. Nur Spezialisten. Also im Fusionskraftwerk ist es durchaus, sage ich mal, eine akzeptable Möglichkeit, das zu sagen. Dass da nur Spezialisten arbeiten sollen. Da waren eh nur Spezialisten drin. Und in der Sicherheitsstation eigentlich auch. Aber da haben wir ja eh Offiziere. Das passt. Und dann können wir bei der das auch sagen. Weil was soll das? Und die ganzen Botaniker. Ach, die arbeiten jetzt alle hier. Ernsthaft? Ist das wirklich euer Ernst? Und hier alles falsche Spezialisierung. Hier ist die Mars-Universität. Okay. Also hier arbeiten eine Menge Leute jetzt. Wir können auf jeden Fall eine neue Passagierrakete anfordern. Sobald die hier ausgeladen ist. Alter, das Essen. Lager, Depot, Nahrungsspeicher. Ich würde sagen, hier neben die Raketenplattform machen wir noch ein paar Nahrungsspeicher hin. Ich meine, wie ihr wisst, man kann nie genug Essen haben. Von dem her ist das schon in Ordnung, wenn wir hier noch Nahrungsspeicher haben. Die hier müsste endlich mal fertig werden. Damit wir ja unser Zeug machen können. Damit wir hier unsere ganzen Verbindungswege und so bauen können. Das hier müsste endlich mal fertig. Oh, das wird gerade gebaut. Oh, und das ist schon gebaut. Okay, sehr schön. Okay, globale Shuttle-Last ist jetzt niedrig. Okay.
Und flupp. We have an oxygen shortage. We have a water shortage. Ja, ist ja in Ordnung. Kuppel aus. Das ist ja momentan jetzt erstmal schon mal vorgebaut, aber noch nicht vernetzt. Weil hier noch nichts fertig ist. Okay, das ist fertig, das ist fertig. Wir brauchen mehr Beton. Okay, das ist gut. Das Ding wird ausgeladen und die hier kann quasi wieder zurück. Richtig, richtig. Wir haben schon wieder die... Oh Mann, jetzt arbeitet da nur noch einer. Ein Ingenieur. Dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Außer scheinbar hier zu arbeiten oder hier zu arbeiten. In der Schicht arbeitet. Ja, das ist nicht so schlimm. Gut, dass wir Batterien haben. Vielleicht sollten wir Atombatterien erforschen. Da. Speichert Strom. Große Kapazität lädt sich nur langsam auf. Das ist schon in Ordnung. Keine Ahnung, wie so eine Atombatterie funktionieren soll, aber ist ja auch egal. Ich würde sagen, die Kuppel braucht 2-3 Ressourcen. Oh, und wir sind schon wieder bei über 30 Minuten. Okay. Ja gut, ich würde sagen, das war's dann soweit für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.